Jo, hoch. Ich klebe an der Hauswand fest, sehr schön. Ich suche mal eben alles zusammen, so halbwegs habe ich es noch im Kopf. Da war eine. Ich glaube, bei der Kirche war noch eine. Auf der anderen Seite, ich guck mal. Und dann gab es noch irgendwo eine bei den Ställen oder so. Immerhin, 4 Stück, ne? Müsste zumindest so sein. Also, da ist einer, genau. Ja, und hepp, Kamera drehen. Na gut. Dann bin ich gleich mal gespannt. Ach, da vorne müsste ja eh auch das Atelier sein. Das sollte hier sein, ne? Lieg ich richtig? Na, ich hänge fest. Ach, Mist, jetzt wird automatisch was getriggert. Das wollte ich doch noch gar nicht. Na? Ach, ist sie das? Ach, das ist sie doch, oder? Nee. Das ist ja geil. Dana? Hallo. You're from that... Ike? Hi. I was worried about where you were. Yes, I was pretty shook up too, when I got separated from you. Ach was. Ja, dir scheint's ja gut zu gehen. I'm glad you're okay. I'm really sorry you got mixed up in all this. I was scared to death though. It was pitch dark too. But it only took me a bit to figure out that it was the same place and I started thinking that maybe it was just a different time. Ja, so simpel ist das, genau. The buildings and the streets are almost exactly the same, so... Wow, you thought of all that and didn't freak out? Berechtigte Frage. Oh, yeah, for sure. Well, it took a while to get used to. Things only fell into place lately. Mhm. I looked for you for a long time, you know. Ja, das glaube ich gerne. Hätte ich auch. I'm sorry. I looked for you too, but I didn't have any luck. Na, so viel haben wir jetzt auch nicht gesucht. Hm. Oh ja, I guess it would be. You do look more, I don't know, mature, come to think of it. What do you mean? Oh, nothing really. A night watchman helped me that first day. And since then, I've done a lot of different things. I even worked in the mill for a while. Mhm. But now, I'm a chambermaid at the Squire's Manor House. I feel so content these days. I feel like I should be thanking you. So? Oh, okay. Why are you modeling for a picture? The Squire is a patron of this painter, and that's how I met him originally. Mm-hmm. He said he really wanted to use me as a model, and I just couldn't say no. I see. The Squire's daughter was supposed to model, really, but she didn't want to do it, so I ended up taking her place. So the girl in the picture is you. Oh, I don't even start posing till tomorrow. I just came over today to work out the schedule and all that stuff. Mm-hmm. But the picture will eventually be painted. Hey, why did you come here today? Are you here to take me back? You know how to, don't you? Sure. Do you want to? Go back to our own time with me? I did, you know. Of course I wanted to. Mhm. Okay. Not anymore? Okay. Cool. It's okay. I have no one there. No parents, no family. Hm. Tja, jetzt hast du ein neues Zuhause gefunden. Okay. No one will worry about me. No one expected anything of me back there. Okay. No one was watching, no matter how hard I worked. So, there really is nothing for me there. Hm. Na gut, wenn das dein Wunsch ist, dann können wir dich ja schlecht zwingen, ne? I'm the same way. No family at all. But that time and place is still your home, right? It's where you want to be. Yeah, that's how I feel. Hm. Oh, remember this? It's the red stone from that day. Ja, den bräuchte ich aber tatsächlich. That stone's a... look. Do you mind if I ask you to give that to me? Of course, you can have it. Ach so. Ja, ach, das war ja simpel. Haha, voll gut. I would have never met you.
Neville would have ended up right here now, talking to you like this. Da ist was dran. Always thought that there was something very important about the stone. Wenn du wüsstest. Having it included in my portrait. But that's okay. After all, I got to see you again. Here you go. Mhm. Okay. Cool. Also das kenne ich tatsächlich auch nicht. Das hatte ich bei meinem ersten Spiel nicht. Ach, guck mal, jetzt darf ich sogar auswählen hier. Okay, passen Sie auf sich auf, gehen wir zusammen zurück, Dana. Nee, warum soll ich die jetzt da wieder rausreißen? Ich meine, wenn die doch hier super zufrieden ist, dann soll sie doch hier glücklich werden, denke ich mir. Passt doch. Oh. Das ist interessant. Jetzt bin ich ja schon fast wieder geneigt, doch das andere zu nehmen, aber... Achtung, kleiner Spoiler am Rande. Bei meinem ersten Spieldurchgang habe ich sie ja nicht mal mehr wiedergefunden. Also muss sie ja in der Zeit geblieben sein. Und das hat ja nichts kaputt gemacht. Also kann es ja nicht schlimm sein. Ich will das erste trotzdem. Soll sie ruhig hierbleiben, wenn sie möchte. Ja, kein Problem. Ich bin noch nicht tot umgefallen. Also das hat nichts bewirkt. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt doch gleich tot umfalle. Dann war das so in Wahrheit meine Großmutter oder so, keine Ahnung. Nimm den roten Stein. Ja, habe ich. Okay. Okay, ja, das finde ich jetzt gerade irgendwie cool. Moment, was kann ich denn jetzt machen? Hätte ich den an den roten Stein sehen. Okay, das haben wir ja gemacht. Museum oder... Aha. Wirklich kalter Tag, die Zeit, in der ich eigentlich lebe. Ja, aber was muss ich jetzt machen? Also erstmal nehme ich die Energie hier mit natürlich. So. Und dann schauen wir doch mal eben, ob der Alchemist da ist. Wie sieht's denn damit aus? Weil der wollte ja den roten Stein noch haben, oder? Ich gehe mal dahin. Wir gucken mal einfach. So, das müsste irgendwo hier vorne jetzt einer der Hintergassen sein. Ich glaube, das Haus hier vorne direkt war es, ne? Wenn ich mich nicht vertue. Ja, okay. Alchemist Haus, ja, wunderbar. Dann schauen wir mal. Ach, guck mal, da kommt auch eine Szene. You do like to show up unannounced, don't you? Ja, geht so. Father's down in the basement working. You did come to see him, not Margaret, didn't you? Oh, stop it. Ach, schön. Oh, stop it. Ja, alles klar. Ich sag mal trotzdem nett Hallo. What is it? Ja, okay, ihr wollt wieder Riesengespräch führen, ich merke schon. Komm, dann lasse ich dich auch mal da stehen und dann gehe ich mal euren Dad besuchen. Ah, diesmal darf ich auch runter, okay. Hoch. Nicht hängen bleiben, bitte. Guten Tag. Guten Tag, Herr Alchemist. Ich hätte da was. Das könnte dich interessieren. Hi. You have by chance the Philosopher's Stone? Wenn du wüsstest. Yes, is this it? Okay, jetzt wird's ja mal interessant. Auch das kenne ich nämlich nicht. That's the only stone I know that fits the bill. Ah, in the name of heaven, I shall start the preparations for the experiment right now. Mhm. It's all right. It doesn't matter if this is not the true stone. I'm grateful for your help regardless. Okay. If it is the stone. The results should be wondrous. Okay. Please come back again in, let's see, five... No, make it 10 days. Oh. 10 days, okay. That would be the 13th. Ja, eben. Das hatte ich auch im Kopf. What is it? That experiment's dangerous. That may be, but this is something I want to do. Please try to understand. 10 days from now, by then, the experiment should yield fruit. Show you the homunculus. Ja, den kennen wir schon. At last, science will prove itself capable of creating life. Okay. I wish she could have been here, Helena. Ach so. Okay, die Mutter ist schon gestorben. See you in 10 days then. Oh, one more thing.
Could you keep this a secret from Hugo and Margaret? Uff, alter Schwede. Knowing Hugo, if he learns of this, he might do something like attempt to bring Elena back from the dead. Mhm. He can't seem to face his mother's death. Yeah. Should this experiment succeed? If I manage to find what answers I can in my quest for truth, I shall commit all records of my research to the fire. Oh, okay. Moment. Now, take care. Okay. Sir, I just thought of something. What is it? Well, maybe you should draw a pentagram or something. For protection, just in case. It is a dangerous experiment, after all. I will certainly do so. I thank you for your concern. Your youth belies your thoughtfulness. I cannot help but envy it. Look at me. I've grown old in my laboratory. Youth. Forgive me. I must not lapse into self-pity. I'll be seeing you. Okay. Da gehen mir jetzt aber so ein paar Sachen durch den Kopf gerade. Ich überlege gerade so einige Sachen. Das eine ist, ja, das ist ja gefährlich. Okay. Also, dass er den Homunculus schafft, das wusste ich ja jetzt tatsächlich schon noch von meinem ersten Mal durchspielen auch. Interessant ist jetzt aber, was bewirkt das vielleicht mit dem Pentagramm? Das finde ich interessant. Also da bin ich mal einerseits gespannt und andererseits überraschte mich gerade diese Aussage von ihm, dass sollte er erfolgreich sein, wird er hier selber alles verbrennen, weil ich frage mich jetzt gerade, ist das denn überhaupt ein Unfall, dass hier alles zerstört ist oder macht er das und das Experiment war letzten Endes erfolgreich? Das ist ja die Frage. Also gut, das Experiment ist so oder so erfolgreich, weil der Homunculus wird ja kreiert werden. Oh, okay. Hey, did you manage to see Father? Ja. Uh-huh. What is it? Aha. Damn, what's the matter with Father anyway? He hasn't let me into his laboratory lately. Ja, aus gutem Grund. When I went in there the other day, he got really angry with me. And ever since... There's some secret in there he can't tell me about. I just know it. Ja, ist tatsächlich sogar richtig. Hey, are you like Father's right-hand man? You know, with tools from the future and stuff? Of course not. Nothing like that. Really? I'd definitely ask for your help if I were Father. Then I could make a machine to move through time, like the one you showed me before. I sort of understand how it works anyway. Wow. Ist das so? I'm impressed. Dann verstehst du mehr als ich tatsächlich. Well, I said sort of. Anyway, I'm more interested in what Father's working on right now. Hugo, I'm sure Father will tell us one of these days. Mhm. I don't know about that. Children, I have something to tell you. Oh. Father, I'm going to start another experiment. But this one will be very dangerous. So I want you two to leave the house for a while. Oh. Right away? Okay. The sooner the better. I'll send word in about 10 days. Go to our relatives' homes or anywhere else you like. That's all. Can I help with the experiment? No. Both of you have to leave this house. Okay. Na gut, das kenne ich alles gar nicht so. Oh, for Pete's sake, what does he think he's doing, huh? Come on, where should we go? Soll ich euch mitnehmen? In der Zukunft ist gerade ein bisschen Platz. So, you're just going to do it? Do we have a choice? But nee, und der hat auch recht. Let's go, we have to get ready. Ja, leider, leider, so ist das. I guess I'll be going now. Of course. I am sorry we're always in the middle of something.
Ach, das ist schon okay. Soon, okay? Es ist gerade alles sehr interessant. Das kenne ich nämlich alles tatsächlich so gar nicht. Tja. Interessante Frage. Ist jetzt natürlich, der Homunculus wollte ja auch den roten Stein haben. Jetzt haben wir ihm den Alchemisten gegeben. Ich weiß nicht, ob das den Homunculus so freut. Dann, Moment, ich guck mal eben ins Notizbuch, was der sich da jetzt notiert hat. Gut, das hat mir zuletzt, hab den roten Stein bekommen. Ich erinnere mich, dass der Homunculus gesagt hat, ich möchte, dass du den roten Stein Dr. Wagner gibst. Ach so, ja, nee, dann ist sogar alles gut. Hä? Aber er kann doch nicht existieren, wenn er erst dafür sorgt, dass wir den Anstoß machen, dass er kreiert wird. Ach, Zeitparadoxon, alalala. Mein Gehirn schmilzt. Wir reisen mal durch die Zeit, das wird das Beste sein. Ah, 10 Tage nach dem Experiment. Hier ist nichts Besonderes, ne? Oh, ob die Hütte noch steht? Oh. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich kenne das hier alles tatsächlich überhaupt nicht. Das ist gerade eine ganz andere Story-Entwicklung als beim ersten Mal spielen. Das finde ich gerade richtig spannend. Ich bin neugierig, was da jetzt noch alles dann anders sein wird, was da noch alles kommt. Wer weiß, was das alles für Auswirkungen hat, was wir hier so treiben. So, ich höre Gezwitscher. Hauptsache, wir tauchen direkt neben den auf und keinen stört's. Ist das Haus kaputt? Ich weiß nicht. Guten Tag. It blew up, didn't it? The Alchemy House, I mean. Achso. Achso, tat es doch. Achso, das sah von hier vorne nicht so aus. Ja, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich bin total verwirrt. Was passiert denn jetzt? Hello, is anybody here? Anybody? Dr. Wagner, Margaret, Hugo. Anyone there? Hugo. The basement? Hm? Oh, was? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. So, da will ich aber auch runter. Komm, lass mich durch die Tür gehen. Und jetzt? Ist das eine Zeitmaschine? Das sieht so aus. Ich bin nicht gerade wenig verwirrt gerade. Kann ich denn hier noch was machen? Nee, sonst kann ich hier nicht weiter. Kann ich das benutzen? Ich bin gerade maßlos verwirrt. Der irgendwas notiert, was wir dann verstehen können? Nein. Tag nach dem Experiment. Aha, aha. Ich bin maßlos verwirrt. Was passiert denn hier? Jetzt gehen wir nochmal oben gucken. Kann ich da nicht durch? Nee, kann ich offensichtlich nicht. Okay. Kann ich da lang? Ja, die Türen sind gerade gar nicht mehr existent. Nee, lass mich da hin. Kann ich da hoch? Auch nicht. Ja, hier ist sonst nichts. Kann ich irgendwas benutzen? Das auch nicht. Ich bin gerade wirklich verwirrt, weil wir ja halt schon Margaret gehört haben. Ich guck noch mal kurz, ob hier was ist. Sonst reisen wir gleich einmal in unsere Zeit. Ja, ich sehe hier nichts. Ich scheine nicht irgendwas benutzen zu können. Nein, ich trigger gerade X wie blöde, einfach in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Okay, ich weiß nicht, ich gehe mal eben raus. Nicht, dass jetzt draußen einer ist oder so und ich mich jetzt sonst vorab wegporte. Ah, wenn man nicht überall hängen bleiben würde. Na komm. Ja, gut, da hatten wir nix. Hier draußen ist keiner, ne? Ich gucke nur mal ganz kurz. Hier kommt man auch nicht irgendwo rein. Geheimer Hintereingang? Nein. Okay. Naja, ich nehme mal die Energie eben mit. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das so jetzt halt gar nicht. Jetzt müssen wir rumexperimentieren. Ich gehe mal in unsere normale Zeit. Wir könnten im Übrigen
Sonst, also wenn wir jetzt gar nicht so direkt weiterkommen oder da jetzt nichts passiert, dann gehen wir mal beim Wahrsager rum. Ja, war ja am Anfang immer recht hilfreich eigentlich, ne? Ist ja vielleicht eine Idee wert. Mal schauen. Das ist gerade alles sehr spannend für mich.